Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute, wie ihr einen Ball, der euch während des Jonglierens heruntergefallen ist, mit dem Fuß ganz einfach wieder aufheben könnt. Ihr braucht dazu natürlich einen Ball, der auf dem Boden liegt. Dann werde ich euch empfehlen, Schuhe auszuziehen, wenn ihr wollt auch noch die Socken. Und dann kann man den Ball mit dem einen Fuß, ich würde es mit dem linken erstmal machen, wenn ihr Rechtsfüßler seid, wenn ihr Linksfuß seid, dann mit dem rechten anfangen. Das heißt, bei Rechtsfuß schiebt ihr den Ball mit dem linken Fuß auf den Vorderfuß drauf und zieht dann die Zehen an vom rechten Fuß, wo der Ball drauf liegt. Somit ist der Ball da fest drin, dann könnt ihr auch ein bisschen wackeln am Anfang. Also ein bisschen hin und her schwenken am Fuß und schauen, ob der Ball rausfällt. Und das heißt einfach als Übung nutzen. Und wenn der Ball dann hier drin ist, dann müsst ihr den Fuß so nach hinten anheben, damit der Ball hochkatapultiert wird. Das heißt, ihr macht so einen Kick nach hinten. Und das müsst ihr halt schnell machen. Das heißt, ihr macht es ungefähr so. Ihr habt den Ball hier schön gefangen. Das zeige ich euch nochmal. Ihr habt den Ball hier, schiebt ihn drauf, zieht die Zehen an und katapultiert ihn nach oben. Das müsst ihr einfach so lange üben, bis es funktioniert. Und wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Über eine positive Bewertung würde ich mich freuen. Ansonsten sehen wir uns nächsten Samstag um 16 Uhr wieder. Bis dahin, ciao.